Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie ein. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaffe das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Ah, da bist du ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Kein direkter Kontakt mit dem Feind. Keine Verstärkung. Sieh nach, dass da keine Soldaten sind. Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Das Senaki-Hotel. Sie sind weg. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki-Hotel. Das ist hier. Ein Feuerlöscher. Hier muss doch irgendwo so einer sein. Das ist echt hübsch, weißt du? Sagst du das eigentlich zu allen Mädchen?
Was für ein Gedudel ist das denn? Und mein. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Was für ein Gedudel ist das denn? Rück mal. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Das geht dich nichts an, Aiden! Ich kann tun, was ich will.